Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier in Lavandia zu Pokémon Blau. Und wen haben wir denn da? Hallo Gerfield. Antoni, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Wir werden mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie stark Gary jetzt sein. Oh, okay, er hat 5 Pokémon. Tauboga. 25. Okay. Aber wir haben ja immer noch unsere Patte dabei. Die mir ja. Ich hasse Sandwirbel. Warum? Ja, die Patte, die haben wir halt immer noch dabei wegen. Wie heißt es denn? Garados? Wir bleiben dabei. Ja, wegen ihren Zerschneidern haben wir die Patte dabei. Werden wir auch noch eine ganze Weile dabei haben. Vielleicht sogar werde ich es doch so machen, dass eins von den Vogel-Pokémon, die wir bekommen, dass das dann doch fliegen kann. Einfach um von A nach B einfacher zu kommen. Und mir ist eingefallen, wir haben uns gar kein Rad geholt diesmal. Ja, wenn er Vulcano hat, dann wechseln wir natürlich. Aquaknarre. So, ich weiß es schon, für Turtok dann im Endeffekt auf jeden Fall, was er lernen soll für Attacken. Ja, bleib einfach dabei. Ja, für die anderen habe ich mir auch schon ein bisschen was überlegt. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mir da noch gar keinen Kopf gemacht habe. Wie gesagt, ich habe mir für die anderen schon ein bisschen was überlegt, aber so hundertprozentig bin ich mir halt noch nicht sicher, wer was bekommt. Wie auch immer. Und Bisaknosp. Ja, da gucken wir das mal in Nidorino dagegen einsetzen. Einfach auch, damit Bisaknosp seine Effektivität nicht gegen uns ausspielen kann. Ich weiß nicht, wie die Effektivität gegen Nidorino ist, aber auf jeden Fall hätte Gary eine hohe Effektivität gegen Shinnok. Und wir haben Gary wieder einmal besiegt. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin jetzt über etwas zu locker angegangen. Ja, scheint so, ne? Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ach, jetzt auf einmal wieder Kumpel. Den kürzlich ein Trabosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knopf. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Aber ich habe viel zu tun, ich muss weiter. Und bis später. Ja, Gary, du scheinst es noch nicht kapiert zu haben, warum wir so wenig Pokémon haben. Aber wir fangen nicht allzu viele. Sondern wirklich nur die, die wir brauchen. Ich gehe doch erstmal schön um die Trollers drumherum, weil ich habe keinen Nerv dafür, ganz ehrlich. Ja, hier auch Oh nein! Ich hätte zuerst Dings nehmen müssen. Komm, wir hauen ab. Ja. Wir nehmen mal Shinnok an erste Stelle, weil er, glaube ich, noch am effektivsten gegen Geist ist. Und übrigens, Geist ist auch so ein, ich verfluche dich, Buhu. Ein Typ der ersten Generation, ne? Wo wir wieder dabei waren, das heißt, es sind jetzt schon 11 Typen oder so. Typus? Wie ist denn die Mehrzahl? Typen, oder? Ich weiß nicht, ist ja auch egal. Ja. Also, was die Typen angeht. Der ersten Generation ist schon vollkommen ausreichend, meiner Meinung nach. Ja, ich hatte es ja bei irgendeinem der letzten Parts schon mal bemerkt, dass ich das so schwierig finde, würde ich es mal nennen. Ja.
was das soll mit den ganzen Typen und sowas, mit dem, was sie sich da noch ausgedacht haben in den folgenden Generationen, würde ich das jetzt sagen. Sind ja eh schon mit drin. Generation 2 angefangen. Dass da irgendwelche ja, Blödsinn dazu kam. Übrigens hatte ich ja, also ihr wisst, auf jeden Fall habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass ich auf jeden Fall noch Geld spielen werde. Und eigentlich steht auch auf dem Plan noch Silber und Gold. Ja, nur das Problem bei Silber und Gold wird auf jeden Fall sein, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Also ich habe die Spiele nie gespielt. Ich hatte, wie gesagt, die erste Generation, ja, hatte ich. Hatte ich Rot und Gelb. Die habe ich mir damals gekauft. Und Blau habe ich mir irgendwann viel, viel später mal nachgekauft. Einfach weil die erste Generation so für mich komplett hatte. Ja. Und wie gesagt, damit alles was mit drin, ne? Sprich Silber, Gold und so weiter und so fort. Habe ich den nicht mehr gehabt. Ja, dadurch wird das dann alles blind, beziehungsweise ich hatte teilweise immer mal reingespielt und aber nie wirklich so weitergemacht. Elixier? Was macht das Elixier? Ich habe keine Ahnung. Hoffwecker, okay. KP Plus, okay. Ja, wie gesagt, das ist für mich dann alles blind, beziehungsweise ich habe da mal kurz reingespielt, aber nicht wirklich was gemacht. Und ich selber habe auch für den DS, boah, jetzt muss ich überlegen, für den DS habe ich eins. Wir wurden gerade geheilt, ne? Das ist geil. Ich habe für den DS Diamant, glaube ich. Ich glaube, Diamant habe ich mir damals geholt. Ja, genau, es gab Perl und Diamant. Und ich hatte mir Diamant geholt. Einfach weil ich das ja, vom Bild her schöner fand, möchte ich es mal so sagen. Also anspruchsvoller. Gab ja immer diese, wie bei Silber und Gold. Bei den einen war Lugia und bei den anderen war. Ja, genau sowas halt bei Perl und Diamanten. Dadurch habe ich mich halt für Diamant entschieden. Ich fand es einfach ansprechender. Ich glaube, es ist gerade gegen kein freies Mal. Ja, und da hatte ich aber auch nur mal so reingespielt. Ich glaube auch nur bis hier. Ähnlich wie, glaube ich, bei dem Spiel ist es ja auch so, dass man erstmal ein Paket rumtragen muss oder so, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, weil da habe ich dann auch nie gespielt, weil das hat mich dann irgendwie nicht mehr gefühlt. Wie krieg ich das Spiel? Also ich war dann so ein bisschen so... Mir hat so ein bisschen der Elan gefehlt, es spielen zu wollen. Und halt dann auch natürlich, ja, nicht nur Elan, sondern, schade, sondern wenn man keine Ahnung von den Pokémon hat, die es dann dort gibt, da gibt es ja dann schon so viele. Und wie gesagt, ist halt so Generation 1, die, wo ich sage, jo, ich weiß aus dem FF, was das für ein Pokémon ist. Später war das dann für mich schon. Und dadurch wusste ich auch nicht, ja, was ich einsetzen sollte, was überhaupt, was fange ich für Pokémon. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Ihr wisst ja, ich habe vor, irgendwann auch mal ins Streaming zu gehen. Über halt einen anderen Anbieter, möchte ich sagen, also nicht über YouTube, sondern über was anderes. Dazu müssen noch einfach Vorkehrungen getroffen werden, das habe ich ja auch schon mehrfach erzählt. Und wenn es dann mal soweit sein sollte,
Also ich habe da ein paar Spiele, die ich dann auch mit euch gemeinsam dort spielen möchte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann hier so ein von diesen Pokémon-Teilen dann auch nochmal werden wird, also so von den späteren Generationen. Wie gesagt, Silber und Gold werde ich hier noch bei YouTube machen. Irgendwann. Auf jeden Fall irgendwann. Ich würde nicht sagen, jetzt nächste Woche, um Gottes Willen. Ja, aber dass man so wenigstens in das erste Mal reinspielen, also wie zum Beispiel, was ich ja gerade gesagt hatte, ich hatte ja Diamant, dass man da zusammen dann irgendwann mal reinschauen. Und dann unten rein. Aber ich glaube, den kann man ganz einfach ignorieren, den Gegenstand, der dort ist. Ja, nee, das war halt dann da zusammen reingucken. Verschwindet, Eindringlinge. Ja, und hier ist halt dieser Geist, der sich nicht entschlüsseln lässt, außer man hat das Hilfscope, was wir ja von Team Rocket bekommen haben. Unfreiwillig. Und es entpuppt sich sozusagen als Knorrer. Und ich denke, dass man da auch mit Schillock gute Chancen haben, genau. Also Knocker kann von der Effektivität her ist das schon stark. Weil diese ganzen Bodenattacken, die sind wirklich nicht zu unterschätzen, möchte ich sagen. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Drakos. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. So, und jetzt kommt hier nochmal. Genau. Was willst du denn? Warum bist du hier? Jetzt kommt hier nochmal ein ordentlicher Kampf gegen ganz viele Rockets. Und er hat einen Zubat. Wir hätten vielleicht mal einen Trank nehmen sollen oder so. Sorry, Sherlock. Es tut mir leid. Bin nicht aufgepasst. Ja, wie gesagt, das mal halt. Ne, eins der ersten mal zusammen reinspielen, dass ihr mir dann auch ein bisschen unterstützen könnt. Erstens, was für Pokémon nehme ich überhaupt? Und zweitens, wo ist denn jetzt der günstigste Weg? Also wie komme ich denn jetzt weiter? Nicht unbedingt, dass ihr mir sagt, du musst das und das machen, sondern einfach so kleine Hinweise, wenn ich denn dann mal nicht weiterkommen sollte oder irgendwo an der Stelle bin. Ich sage jetzt hier A oder B und ihr dann ja, nimmt besser die Variante. Ja. Und dann kann ich ja, zum Beispiel, wenn wir dann Diamant zusammengespielt haben, kann ich ja Perl dann auch für mich dann nochmal allein oder für euch hier dann nochmal machen, weil ich weiß ja dann so in etwa, wie es geht. Beziehungsweise, wo ich lang muss, also so kürzester Weg und so weiter. Sprich, wie ich halt hier schon gesagt habe, wenn man das Spiel nicht kennt, ne, wüsste man gar nicht, so wie ich jetzt hier laufe, das werde ich dir nie verzeihen. Also halt so mehrere Sachen, die, wenn man weiß, wo man lang muss, wenn man das Spiel kennt, dann ist auch vieles einfacher und dann halt auch ein bisschen unkomplizierter, möchte ich es mal sagen. Und läuft nicht immer von A nach B. Also zieht das ganze Spiel dann nicht so in die Länge, wenn man weiß, was man tut. Oder halt auch nicht so wie ich manchmal in manchen Situationen, aber ja, wir kommen doch recht gut voran. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt so hart. Also ich mache mir echt ein bisschen Gedanken um unsere Parts. Müsste jetzt glaube ich bei Part 14, 15 sogar sein, in der Art. Wenn ich das richtig gesehen hatte, das letzte Mal habe ich eine 30 Parts gebraucht. Ich habe dieses dumme Gefühl, ich werde dieses Mal länger brauchen. Aber ich glaube, das ist auch dem mitgeschuldet. Ja, wegen diesen zwei
Porenta Parks, Parts, möchte ich mal sagen. Die man locker hätte zusammen machen können. Wenn man sich halt vorher mal belesen hätte. Ja, wie gesagt, das sind mit Porenta, das sind zwei Parts, die total überflüssig sind, was hätte ein Part sein können. Danach hatte ich ja auch nochmal ein Part vorzeitig beendet. Ja, das hätte ich auch anders lösen können. Im Nachhinein hatte ich ja euch beim letzten Mal gehört, mich darüber ein bisschen geärgert habe über mich selber, dass ich diesen Weg halt so genommen habe. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man, wie man richtig schneidet und so weiter. Ja, selbst wenn ich es wüsste. Na gut, dann könnte ich diese Abstimmung einfach rausschneiden. Das herzlich willkommen und so weiter. Also die Begrüßung und Verabschiedung werden ja dann mitten im Park beziehungsweise. Das müsste ich ja dann so rausschneiden, dass es dann gar nicht da ist. Beziehungsweise dürfte dann auch zu Beginn eines Parts nicht gleich losrennen, sondern müsste stillstehen und dann. Aber wie gesagt, vielleicht findet sich mal einer, ein guter Mensch, der mir ein bisschen das Schneiden und so weiter von Videos erklären kann. Ja, wie gesagt, ich habe schon bei YouTube und alles habe ich schon geguckt. Ich lasse mich halt dann viel, wenn ich was nicht weiß, gucke ich halt dann einfach mal. Also ich versuche vieles selber rauszufinden. Ja, zum Beispiel bei einem der letzten Spiele. Knacke, dass da nur ein Spiel geworden ist. Kann auch sein, dass mehrere für euch schon sind. Bei mir momentan ist es erst ein Spiel, was ich darüber gemacht habe. Wie die DOS-Box zum Beispiel. Ja, das ist gar kein schwieriges Ding oder sowas. Das ist eigentlich relativ einfach, easy. Ja, musste ich mir halt auch mal rausfinden. Wie denn richtig so die Einstellungen sind. Wie gesagt, ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Vorher denkt man erstmal, ja, ganz kompliziert. Übrigens, wenn wir einmal dabei sind. Wenn wir einmal dabei sind. Was, du kommst, um mich zu retten? Ja, vielen Dank, aber ich bin doch freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Dracossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knockers sollte nun den ewigen Jagdgründen eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. Toni, du kannst deinen Pokédex nicht verenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinen Abenteuern helfen. Wir haben die Pokéflöte erhalten. Schlafende Pokémon wachen aus, wenn sie es der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon zwingen. Genau, und das brauchen wir auch, um, wie der eine Mann zu uns gesagt hat, dass in Prismania City unter anderem ein schlafendes Pokémon aufgetaucht ist. Das ist nicht nur in Prismania City, sondern dieses Pokémon befindet sich auch hier unten in der Route Richtung Fuchsania City. Genau auf das werden wir jetzt gleich treffen. Ja. Was hatte ich davor erzählt? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Es geht mir ganz oft so, dass ich irgendwas angefangen habe mit Erzählen und dann zack, weg. Komplett Faden verloren, Gedanke ist weg. Kommt auch nicht mehr wieder, auch wenn ich versuche es zu rekonstruieren. Es ist einfach weg. Oh, mir ist da etwas ins Netz gegangen. Ich weiß gar nicht, was das gewesen ist. Vielleicht finde ich den Faden irgendwie aus Versehen zufällig wieder, aber. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr. Ach, doch, ich weiß es wieder. Ich habe gerade überlegt, mehr Pokémon und so weiter. Nee. Das hatte gar nichts hier mit diesem Spiel zu tun, sondern wir hatten uns ja gerade, oder ich hatte euch gerade ein wenig von der DOS-Box erzählt, die ich ja für gewisse Spiele auch nutze. Genauso
müsste es ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Gerne packt mir auch den Link einfach als Kommentar rein. Ne? Wenn ihr irgendwie ein Video habt, was mein Problem beschreibt, beziehungsweise eine Lösung für mein Problem ist, packt es mir bitte in die Kommentare. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das machen würdet. Und zwar geht es mir darum, über die DOS-Box kann man ja ganz, ganz alte Spiele spielen. Ne? Also, beziehungsweise es gibt Spiele, die man wirklich nur darüber spielen kann. Aber es gibt auch alte Spiele, die über die DOS-Box nicht funktionieren, sondern... obwohl, jetzt könnt ihr eben mal probieren, über die DOS-Box laufen zu lassen. Eigentlich müsste die DOS-Box zu alt dafür sein. Spiele, ich sag mal, die jetzt für das Windows 98 oder so liefen. Wie zum Beispiel, ich habe auch Spiele, wo dann da steht, also es gab schon Windows XP damals, aber wo dann da steht, nicht XP kompatibel. Also die musste man wirklich bis 98 spielen. Wenn ihr da irgendwie einen Hinweis für mich habt, wenn das Spiel schon nicht für das Windows XP kompatibel war, heißt es, ich kann das mit meinem Rechner jetzt auch nicht spielen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da irgendeine Möglichkeit für mich habt, ja, gab es über einen Emulator, oder, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Packt mir Links rein. Wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und dann kann ich euch mit doch ganz vielen schönen anderen Spielen glücklich machen. Beziehungsweise wir hatten es ja auch mit euch zusammen gleich mein allererstes Spiel war ja Heroes 3 gewesen. Könnt ihr euch bestimmt erinnern, wo auch wieder mal der erste Part total in die Hose gegangen ist. Weil ich wunderbar aufgenommen habe und vergessen habe, das Mikrofon zu aktivieren. Ich weiß es noch genau. Wenn ich könnte werden, ihr wisst es auch. Ihr lacht euch bestimmt jetzt immer noch darüber kaputt. Dem mussten wir doch jetzt mal lauschen. Dem Spiel der Flöte, da kann ich doch nicht immer dazwischen quatschen. Ja, gerade bei Heroes 3 gewesen. Da ist es ja auch so, dass zwischenzeitlich immer mal das Spiel abgebrochen ist, hat, weil ja, es grundsätzlich nicht für dieses Betriebssystem mehr ausgelegt ist. Und da fällt es ihm halt auch schwer, dann also das Spiel gibt sein Bestes, ne, um diesem Betriebssystem gerecht zu werden, möchte ich mal so sagen. Aber es kann halt immer passieren, dass es da für euch ganz einfach immer mal während des Spiels unterbricht. Bei Heroes ist das alles nicht ganz so dramatisch, möchte ich mal sagen. Da ja mit jedem beendeten Zug das Spiel automatisch abgespeichert. Bei den anderen Spielen, was ich so vorhabe, wäre das aber dann ungünstig, da es Klaus hat sich wieder beruhigt, es geht und läuft in die Berge zurück. Ja, bei den anderen Spielen ist das aber halt ein bisschen ungünstiger, möchte ich mal sagen, weil diese halt nicht zwischenspeichern. Elektrizität ist meine Spiel. Was machst du denn hier im Wasser? Hebig. Ein Rocker. Das finde ich auch so witzig, ne? Warum, was hat Rocker unbedingt mit Strom zu tun? Achso. Ich glaube, das ist auch einfach wieder nur falsch übersetzt, oder? Was eigentlich ist das von mir? Elektriker oder Mechaniker? Kommen wir später dann auch noch. Ja, egal. Ja, also, wie gesagt, Rocker und Strom. Finde ich so den Zusammenhang auch nicht. Ich hab mal ein tolles Lied von einer Band, ich rocke, ist das. So.
Ich spreche nicht weiter darüber, weil es ist einfach ja sehr, sehr amüsant. Ich bin froh, dass er gerade nicht, weil er kann ja hier auch Explosionen oder so, oder Finale, was ich ja schon mal gesagt habe. Stromkreis unterbrochen. So, hier würden wir einfach nur die Angel wieder mal kriegen, was wir aber nicht brauchen, weil wir wollen nicht angeln. Hier noch laufen. Hab ich ihn voll verarscht. Ja, das, die werde ich irgendwann mal bekämpfen, wenn ich halt wieder am Leveln bin. Aber, das hatte ich euch schon gesagt, es wird erst wieder gelevelt, wenn wir den Surfer haben. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ich habe weder Strom noch Feuer dabei. Wir werden mal sehen, wie wir uns schlagen. Also, nicht schlagen, sondern wie wir uns anstellen. Oh nee, ich schlag immer noch nicht. Muss ich nicht. Ach, warum? Ja, wir belassen es jetzt bei Sherlock, aber ich muss ihn jetzt gleich da wegpacken. Ja, es war so schlimm. Warum setzt der Wirbelwind ein? Entschuldigt. Oh. Also Wirbelwind ist so eine Attacke, ne? Das hatte ich ja schon mal erklärt. Ja, die bringt nichts bei direkten Trainerkämpfen. Nur was bei wilden Pokémon. Ne, verstehe ich die KI nicht, warum die KI Wirbelwind einsetzt. Mein Vogelteam hat verloren? Hat es. So, Schiller kommt da weg. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Ja, nun darf ich dir nicht erzählen, wie alt ich bin. Und sie hat einen Taubsi. Wir sind schon wieder total überlevelt, oder? Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, obwohl das gegen Erika jetzt nicht so empfunden hat. Hier so die einzelnen Trainer, die sind nicht so stark, möchte ich behaupten. Oh, die hat aber viele, da hatte ich gerade gar nicht drauf geachtet. Mir fällt gerade ein. Ach, ich bin ein Trottel. Leute, ich bin ein echter Trottel. Mir ist gerade eingefallen, wir hätten doch schon längst VM Fliegen holen können. Oder? Oder brauchen wir da einen Surfer? Nee. Oder bin ich jetzt überfragt? Na, das Surfer braucht oder nicht? Also ich würde jetzt. Vom Gefühl her würde ich sagen, wir brauchen da keinen Surfer. Und den hätten wir da schon längst holen können. Och, Mann. Ja, das sind halt dann solche Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn man das Spiel kennt und weiß, wenn man zu spielen hat, dann spart man sich einige Laufwege. Beziehungsweise wenn man einfach dran denkt, das zu machen. Und nicht so wie ich gerade. Ich hab da wirklich nicht dran gedacht, das ist mir gerade eben eingefallen. Ich hatte gerade überlegt gehabt, dass zwei VMs bekommen wir ja jetzt gleich dann irgendwie den Fuchs zitieren. Da hatte ich dann überlegt, wo denn eigentlich fliegen ist. Und dann ist es mir eingefallen, dass ich fliegen ja
in Prismanias Gehirn befindet. Oder kurz daneben. Ach. Oh, ich habe verloren. Ja, hast du. Will ich nicht besiegen. Wie gesagt, das mache ich dann alles auseinander, wenn ich leveln werde, den Typen hier müssen besiegen. Den hier. Oh nein! Ah, oh, verdammt! Ah, oh, wenn ich nicht so weit gelaufen hätte, mal aufspielen, um den nochmal rumlaufen können. Ich weiß nicht, wie ich ziehe den Part gerade wieder, aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte gerne noch runter bis Fuchsanias geht. Und es wäre natürlich auch alles viel einfacher, wenn wir uns auch ein Fahrrad geholt hätten. Auch das habe ich nicht getan. Also Fliegen und ein Fahrrad hätte es echt gerade schon einfacher gemacht. Ich weiß nicht, warum ich mir Wanda an der Donnerstag fliegen konnte. Ich weiß nicht, warum ist mir gerade mit dem Durchlauf hier so schwer. Ja, na klar, Sand. Ach, warum? Komm. Oh. Ich werde den Part jetzt nicht sinnlos, also nach dem Kampf, wird der Part jetzt beendet. Wie gesagt, ich hatte erst überlegt, ob ich das noch runtergehen bis Fuchsania City, aber ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt noch brauche, weil hier ja noch einige Gegner auf uns warten. Und ja, ich muss den Part nicht sinnlos in die Länge ziehen, nur weil ich vorher so ein bisschen vorzeitig abgebrochen habe. Worüber ich mich immer noch aber auch das habe ich schon mehrfach erwähnt, dass mich das ärgert. Ein Habitat, das hatten wir auch mal. Könnt ihr euch erinnern? Die eingetauscht gegen die Korinther. Vielleicht war das aber hier die Trula. Bist du das? War das eigentlich mein Habitat oder ist das? Nee, das ist hier im Vorläufigen. Entschuldigt. Entschuldigt. Der Feuerfänger ist besiegt. Okay, da ist er selber so schnell. Was ist das genau? So, und hier an der Stelle werde ich jetzt unseren Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wieder. Wie gesagt, gehen noch bis Fuchsania City auf jeden Fall in die Safari-Zone. Da werde ich mich vorher aber auf jeden Fall nochmal informieren, wo ich genau Surfer finde, um halt auch wieder mal das alles noch in die Länge zu ziehen, wenn es relativ zeitnah zu machen. Weil mir fällt gerade ein, ich brauche gar keinen Surfer, sondern ich muss ich die Stärke finden? Nee, ich muss die Zähne finden und Surfer finden. Ach, ich weiß es nicht. Es ist ja auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen und ich will jetzt auf den Schnattern. Macht's gut, bis dahin. Ciao.